Der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Liebe Schwestern und Brüder im Christus, erlöse uns von dem Bösen. Wie oft haben wir das schon im Vater unser gebetet? Schützenvereine wurden gegründet, um das Volk bei Gefahr zu schützen. Lassen sich für den Frieden und für Gerechtigkeit einsetzen. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für alle, die sich in Vereinen zusammentun, hilf, dass dort Geschwisterlichkeit, Freundschaft, Verantwortungsbewusstsein und Einsatz gelebt wird. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für alle, die sich schon auf das 100-jährige Jubiläum freuen, schenke den diesjährigen Festlichkeiten ein gutes Gelingen und allen Beteiligten viel Freude und gute Begegnung. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für alle, die in Gesellschaft und Politik Verantwortung tragen, dass sie Gottes Wort hören und ihr Handeln danach ausrichten. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für unsere Bürgerschützenvereine und alle Bürger Wegbewohner, dass sie durch unser Heimatfest zueinander finden, einander verstehen und lernen und so in Frieden und Freude zusammenleben. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für alle, die an Leib und Seele leiden, dass sie Menschen finden, die mit ihnen das Brot des Lebens teilen. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für alle Gläubigen aller Konfessionen, dass sie sich immer wieder neu von deinem Wort auf den Weg rufen lassen. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Für die verstorbenen Stifter und Wohltäter des Bürgerschützenvereins und alle Verstorbenen, schenke ihnen deinen ewigen Frieden. Gott, unser Vater, wir bitten dich. Guter Gott, du hörst unser Bitten und willst bei uns sein. Dafür danken wir jetzt und in Ewigkeit. Amen. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Geht hin in Frieden. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf ganz kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten, meine sehr geehrten und hochgeschätzten Damen und Herren. Ich werde auch heute nicht allzu viel sagen, es liegt auch nicht in meiner Natur. Ich trete jetzt nicht in Lammwaden auf. Nur.
Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen heute Abend hier zu unserem Neujahrsempfang. Einige von Ihnen habe ich auch in der Kirche gesehen, nicht alle. Aber wie Sie wissen, gehört zum Vereinsleben nicht nur die Fröhlichkeit, sondern auch das Traurige. Deswegen würde ich Sie bitten, zu Ehren unserer verstorbenen Mitglieder und Bürger unserer Stadt Wevelinghofen, sich kurz von ihren Plätzen zu heben für eine Schweigeminute. Sie haben sich zu Ehren der Toten von ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Gut, wie gesagt, wir wollen schnell durch den Abend gehen. Wir werden die Räumlichkeiten nutzen. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Deswegen möchte ich auch persönlich nicht viele Worte verlieren, aber einige doch schon am Anfang, da ich mir vorgenommen habe, auch ganz besondere und liebe Gäste begrüßen zu möchten. Ich weiß, ich werde nicht jeden persönlich treffen, deswegen bitte ich im Vorhinein schon um Entschuldigung, aber ich gebe mir die größte Mühe. Und was ich immer begrüße als erstes und was natürlich der Star unter den Gästen ist, wie auf jeder Veranstaltung des Bürgerschützenvereins, ist unsere Majestät Nikola I. und Nadine Dohl. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ganz recht herzlich darf ich auch begrüßen und ich freue mich sehr, dass heute Abend ihr ist, unser Ehrenpräsident Günter Piel. Die Herren vom Ehrenrat und Ehrenmitglieder Helmut Zechin, Rainer Schumacher, Helmut Hauser und Hans-Peter Bienefeld mit ihren charmanten Gattinnen. Herzlich willkommen. Wie ihr wisst, wir haben 100-Jähriges und da macht man auch schon mal jemanden nach oben setzen, der weitaus besser reden kann und viel besser reden kann und viel mehr als ich. Und wir haben sie auch gefunden in Form einer sehr charmanten Dame. Dieses Jahr wird uns durch das 100-Jährige begleiten unsere Schirmherrin Frau Heike Troles. Herzlich willkommen, liebe Heike. Gerne begrüße ich auch den stellvertretenden Bürgermeister, Herr Edmund Fäuster mit seiner Christel. Herzlich willkommen. Gesehen habe ich ihn schon. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Vom Bürgerschützenverein natürlich unseren befreundeten Präsidenten, Herrn Detlef Bley, in Begleitung einiger Vorstandsmitglieder. Herzlich willkommen, lieber Detlef. Von unseren Freunden von der Kirmesgesellschaft Langwaden darf ich ganz recht herzlich begrüßen das Königspaar Georg I. und Uschi Winkler. Schön, dass ihr da seid. Dabei habt ihr mitgebracht, auch Mitglied des Bürgerschützenvereins Wevelinghofen, den Präsidenten der Kirmesgesellschaft Langwaden, Heiner Hoffmann, mit seiner lieben Dorothea. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Von unseren Freunden aus Kapellen, das amtierende Königspaar Bernd II. Gießen mit seiner charmanten Königin Marlies. Und so. Ja, funktioniert. Vielen Dank, Helmut. Wunderbar. Riesen Applaus für Helmut Köhn. Vielen Dank, Helmut. Ja, wenn du schon mal hier vorne warst, darf ich natürlich auch noch Helmut Köhn vorstellen. Der eine oder andere kennt ihn. Er ist hier gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Haus. Und er ist natürlich auch derjenige, der unser 100-jähriges Logo entworfen hat, was ihr hinten auf dem Roll-up seht. Helmut, danke dafür, dass du uns immer so gut unterstützt, wie du es tust. Und du bist ein wichtiger Mann für uns. Dankeschön. Und ganz recht herzlich darf begrüßen unsere Pfarrerin von der evangelischen Gemeinde, Frau Christine Weber. Herzlich willkommen, Frau Weber. Hat uns heute schon eine wunderbare Messe gelesen, Herrn Pater Reu. Schön, dass Sie auch da sind. Herr Gemeinderat, ich habe ihn eben noch gesehen, ich hoffe, es ist noch nicht weg. Peter Schäfer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wir haben natürlich nicht nur befreundete Vereine aus der Nachbarschaft eingeladen, sondern auch unsere Vereine, die für uns enorm wichtig sind hier in der Gartenstadt, mit denen wir viel machen. Leider lässt sich der BVW Wevelinghofen entschuldigen. Erold hat es erwischt, der ist leider krank geworden. Aber bist du jetzt als BVW Wevelinghofen hier oder als neuer Spieß des Jägerkurs? Schön, dass du da bist. Vom Turnverein dürfen wir ganz recht herzlich begrüßen. Auf den Turnverein sind wir ein bisschen neidisch, weil der Turnverein Germania weitaus größer ist als der Bürgerschützenverein Wevelinghofen mit über 1000 Mitgliedern. Herzlich willkommen, Harry Pohls und Theo Holzmann. Von der DRK Wevelinghofen darf ich ganz recht herzlich begrüßen die Vorsitzende Margarete Kranz und eine Abordnung mit der Familie. Wäre es schön, dass ihr hier seid. Ihr seid immer herzlich willkommene Gäste und wir haben euch sehr viel zu verdanken. Alles, was ihr hier tut in der Gartenstadt, auch für den Bürgerschützenverein. Da nochmal ein Chapeau und vielen Dank. Aber weiter darf ich begrüßen natürlich auch die Herrschaften aus Funk, Fernsehen und Politik. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich nicht alle persönlich begrüße, aber wir freuen uns über euer Erscheinen und wenn wieder Wahlen sind, dann mache ich das auch wieder namentlich. Ach, ich habe noch jemanden ganz vergessen. Entschuldigung, die versteckt sich auch immer da hinten in der
unsere Polizeihauptkommissarin natürlich. Wir haben heute sogar zwei Polizeihauptkommissare hier anwesend. Also Sie können Ihre Mäntel unbedenklich vorne hängen lassen. Es wird nichts passieren. Unsere Dorfscheriff, darf ich sagen Dorfscheriff? Na, Anja Moritz und Ihren Lebensgefährten Willi Fischer. Schön, Willi, auch dir. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, das ist ja auch für uns der erste Neujahrsempfang. Der erste Neujahrsempfang und ich glaube, wenn es am schönsten ist, sollte man auch aufhören. Das wird der letzte auch sein, denke ich mal. Weil wir das, glaube ich, finanziell nicht so stemmen können. Der Sascha lacht zwar da hinten so, aber wir können uns einen leisten. Die Stadt Krimbo hat, glaube ich, aus wirtschaftlichen Gründen darauf verzichtet. Also unsere Budgetplanung steht. Deswegen freuen wir uns sehr. Also Heike, wenn du mal Einfluss haben solltest irgendwann, wir kommen auch zum Neujahrsempfang der Stadt. Und wenn du wirtschaftlich falsch aufgestellt bist, Sascha Fassbender regelt das. Gut, ich habe Sie begrüßt und ich bin auch wirklich froh, weil wir sind enorm stolz darauf, dass sie sich hat hinreißen lassen, als Schirmherrin ein Jahr lang hier unserem Verein mit vorzustehen. Dies hebt nicht nur unser Fest optisch, sondern auch auf dem ganzen Gesichtspunkt der Frauenpower ein wenig nach oben. Und sie wird auch heute ein paar Worte zu uns sagen. Und wir freuen uns, dass sie hier ist, liebe Heike. Vielen Dank. Hier gehört das Mikrofon. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Vorstandes, lieber Markus vor allen Dingen, geehrte Gäste des heutigen Abends aus dem ganzen Stadtgebiet und liebe Schützen und natürlich liebe Schützenfrauen auch. Auch wenn das Jahr sich mit Ende Januar jetzt fast, wenn der Januar sich jetzt schon fast dem Ende zuneigt, möchte ich Ihnen noch allen ein gesundes, glückliches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr wünschen. Und als die Anfrage vom Vorstand kam, ob ich mir denn vorstellen könnte, die Schirmherrin des BSV Weflinghofen in seinem 100-jährigen Jubiläumsjahr zu werden, da musste ich gar nicht lange überlegen, weil alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr, sehr brauchtumsverbunden bin und selber aus einer schützenbegeisterten Familie aus dem kleinen Ort Frommersdorf komme, wo ich mit meinem Mann auch vor längerer Zeit, nämlich im Jahr 2007, Schützenkönig war. Und einige hier, die hier gerade dabei sind vom Scheibenschützenchor, haben sogar damals daran teilgenommen und waren unsere Gäste, genau. Ja, also ich musste gar nicht lange überlegen und habe dann auch direkt mit großer Freude zugesagt. Und es macht mich auch wirklich sehr, sehr stolz, dass ich die Schirmherrin hier in diesem Jubiläumsjahr sein darf. Dafür nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. 100 Jahre BSV, ein Verein, der nicht nur mit der beeindruckenden Zahl von rund 890 aktiven Schützen, vielleicht... Das war so ein Bruch, 963 sind wir. Dann tut es mir leid, dass ich, nein, mit einer beachtlichen Zahl von aktiven Schützen, ich weiß, das geht ja jedes Jahr immer hin und her, wer jetzt das größere Regiment aufstellt, genau, aufwarten kann, sondern der Dank der Vitalität und Schaffenskraft seiner Mitglieder auch abseits des Festes und übers Jahr für die Menschen in Weflinghofen sichtbar und erlebbar wird. Und man spürt das, mit welcher Freude die Menschen hier auch in Weflinghofen und auch gerade die aktiv sich hier im Verein einbringen, mit welcher Freude und welchem Engagement diese Menschen, die ich auch bisher kennengelernt habe, bei der Sache sind. Und das finde ich, das ist wirklich einen riesigen Applaus wert, weil das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass man neben dem Beruf, neben anderem Engagement, neben Familie sich so viel Zeit aufbürdet, um auch noch unser Brauchtum weiter am Leben zu halten. Das muss man einfach so sagen. Das Brauchtum ist und bleibt eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft und hält sie zusammen, gibt Anlass zu Freude und wertvolle Zeit, auch unsere alltäglichen Sorgen, die ja mittlerweile
auch sehr, sehr groß sind, beim Erleben geteilter Freude zumindest teilweise und zeitweise zu vergessen. Die im Dreiklang Glaube, Sitte, Heimat zusammengefassten Werte erscheinen erstmal zeitlos. Drei Werte, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich zu etwas Größerem vereinen. Sie werden auch durch den DSV geehrt. Doch erst durch sie alle, die handelnden Personen, bleiben diese Werte lebendig, auch über 100 Jahre hinweg. Und nicht nur der BSV hat in diesem Jahr allen Grund zur Freude, auch die Korps der Grenadiere und Jäger feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Es sind die Korps, die komplettiert durch die Scheibenschützen, ich nannte sie eben schon, diesen Verein am Leben halten und mit ihren zahlreichen Zügen das Vereinsleben bereichern. Sie alle hier tragen mit ihrer Vereinszugehörigkeit ihren Teil dazu bei, dass der Bürgerschützenverein 1924 Weflinghofen auch nach 100 Jahren so dasteht, wie er sich heute präsentiert. Und das nicht nur finanziell, das haben wir eben gehört, die Kasse ist gut gefüllt, sondern auch wirklich mit Herzblut. Heimatverbunden, traditionsbewusst und weltoffen. Auch hier wieder drei Werte, die nicht im Wettstreit zueinander stehen, sondern sich wunderbar miteinander vereinen lassen. Und auch gerade jetzt, wo vermeintliche Patrioten, ich sage extra vermeintliche Patrioten, Traditionen und Werte für sich und ihre menschenverachtende Ideologie vereinnahmen wollen, wo wenige laute Radikale für die bis dato schweigende Mehrheit zu sprechen versuchen, genau jetzt müssen wir uns der gemeinsamen Aufgabe stellen, unsere Werte zu schützen und sie für künftige Generationen zu bewahren. Und die Satzung des BSV gibt an dieser Stelle Halt und Orientierung und schreibt als Zweck des Vereins die Wahrung des Gemeinschaftssinns, des Gefühls der Zusammengehörigkeit vor, welches uns Menschen untereinander verbindet. Hier beim BSV steht man füreinander ein, hält zusammen, engagiert sich und packt mit an. Und hinter allem steht natürlich die Geselligkeit einer und eines jeden, die das Vereinsleben antreibt, dem eigenen Engagement und der Freude am gemeinsamen Feiern einen tieferen Sinn gibt. Auch das konnte ich schon mehrmals persönlich bei Feiern erleben. Eben habe ich noch mit Helmut Hauser, den ich damals, ich glaube es war 2016 oder sogar 2015, beim montäglichen Frühschoppen im Zelt mit noch vielen anderen von Ihnen kennengelernt habe. Und die Geselligkeit ist das Wichtigste überhaupt, um miteinander auch in Verbindung zu bleiben. Von Herzen wünsche ich Ihnen und uns allen heute einen schönen Abend, einen vergnüglichen Abend und ganz besonders natürlich tolle Monate bis zum Hauptakt des Schützenfestes. Bis dahin gibt es ein tolles Programm. Der Terminkalender ist gefüllt. Auch meiner ist sehr gut gefüllt, aber alle Termine sind geblockt. Ich komme sehr, sehr gerne zu den Terminen. Ja, voller gespannter Vorfreude auf ein hoffentlich friedliches und sonnengesegnetes Schützenfest 2024. Und es muss nicht ganz so heiß sein wie bei dem Schützenfest, wo ich im letzten Jahr Schirmherrin war. Das war nämlich beim BSV Dormagen. Aber die Sonne hat an allen Tagen geschienen. Es war aber leider so heiß, dass die Königin am Sonntag einen Kreislaufzusammenbruch hatte. So warm und so heiß soll es hier nicht sein. Da werde ich bei meiner zweiten Schirmherrschaft bei einem Bürgerschützenverein darauf achten, dass unsere Majestäten den Höhepunkt ihrer Karriere im Bürgerschützenverein auch wirklich ganz, ganz toll genießen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eine schöne Zeit mit Ihnen allen hier in Weflinghofen. Dankeschön. Liebe Heike, vielen lieben Dank. Wir dürfen dir im Namen des Bürgerschützenvereins auch schon den ersten Blumenstrauß von vielen, also danach hast du einen Blumenladen und wenn wir fertig sind mit dieser ganzen Aktion. Ja, vielen Dank für deine Worte. Dankeschön.
Grüße aber jetzt auch eingetroffen. Der neue Vorsitzende der WIG. Herzlich willkommen, Oliver, mit seiner charmanten Frau. Bevor wir zu den gemütlichen Tagen übergehen, wird natürlich auch noch unser Andy Fäuste wird für die Stadt Grünbruch heute ein paar Worte hier lassen. Und ich bedanke mich schon mal dafür und schön, dass du auch eingesprungen bist. Wird nicht eh eingeladen, aber so ist es noch viel schöner, dass du auch noch was dazu sagst. Vielen Dank, Andy. Ja, hier nach Grieflinghofen zu kommen, das fällt mir nicht schwer. Abgesehen davon, dass ich hier viele Leute hier im Saal kenne, habe ich ja nicht weit von Kapellen und ich habe Königsbaus Kapellen gleich mitgebracht. Von daher bin ich eigentlich sicher, dass wir Kapellner hier gut vertreten sind. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Majestäten, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Markus Odendahl, Herr Ehrenpräsident, lieber Günther Piel, freut mich ganz besonders, dich heute Abend auch hier zu sehen. Wir haben häufig genug uns getroffen auf geselligen Veranstaltungen. Schön, wenn ich dich hier sehe und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Ja, sehr geehrter Herr Obers, lieber Peter Schröers, liebe Gäste des BSV Wilkenhofen, zunächst einmal möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung hier zum Neujahrsempfang und ich darf Ihnen gleichzeitig, und das gehört sich wohl so, die herzlichen Glückwünsche von Rat und Verwaltung der Stadt Grünbruch überbringen. Ich tue das sehr gerne mit Heike Trolles zusammen. Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Sagt man Schirmherrin oder müsste man Schirmfrau sagen? Sie müssen das ja eigentlich wissen. Für mich ist Schirmherrin in Ordnung. Herrin in Ordnung. Als Mitglied im Frauenausschuss des Landtages werden Sie das richtig wissen. Von daher bleibe ich bei dem Begriff Schirmherrin. Ich habe aber auch die Birgit Erike mitgebracht, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, den Steffen Bückenbach von der FDP und die Ulrike Oberbach von Main Grevenbroich. Und da zeigen wir damit noch ein Stück weit Wertschätzung für ihr Engagement hier in Wevelinghofen. Der Stadtrat von Grevenbroich ist also würdig heute Abend hier vertreten. Ja, der Bürgerschützenverein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Und zu diesem Ereignis gratulieren wir natürlich sehr, sehr herzlich. Den Anfang der Feiern im Jubiläumsjahr macht der heutige Neujahrsempfang. Und ich habe euch dafür eine schöne Location ausgesucht. Ich bin zum ersten Mal hier und bin auch ganz beeindruckt von den Räumlichkeiten hier. Ich denke, hier wird man noch häufig sich gut feiern können. Ja, meine Damen und Herren, das Jahr 2024 ist schon ein paar Tage alt. Und wir alle wissen, dass so ein Jahreswechsel kein wirklicher Einschnitt ist, aber er ist immer auch ein guter Anlass, Rückschau zu halten über den zurückliegenden Zeitabschnitt, über das vergangene Jahr, Prognosen für die zukünftigen Entwicklungen aufzuzeigen und natürlich auch das ein oder andere Mal gute Vorsätze zu fassen und sie dann möglichst auch zu halten. Das letzte Jahr, das Jahr 2023, werden viele nicht in so guter Erinnerung behalten. Die Corona-Pandemie hatte erhebliche Nachwirkungen in alle Lebensbereiche hinein. Das haben auch die Vereine zu spüren bekommen. Der Krieg in der Ukraine ging in das zweite Jahr und belastete den Weltfrieden insgesamt doch sehr. Der brutale, menschenverachtende Überfall der Terrororganisation Hamas in Israel hat uns alle tief erschüttert. Vieles, was wir da gesehen haben, war für uns unfassbar. Inflation, Energiekrise, Flüchtlingswelle, all das stellte unser Land vor große Herausforderungen. Aber dass viele Menschen einen Ausweg aus den Problemen bei Rechten, demokratiefeindlichen Kräften suchen, besorgt mich schon zutiefst. Ich vermeide es eigentlich bei Veranstaltungen wie diesen hier allzu politisch zu werden, aber das eine muss ich auch hier loswerden. Bei aller Unzufriedenheit mit der derzeitigen Politik
Nazis und Faschisten können und dürfen keine Alternative für Deutschland sein. Sie sind nun mal keine Alternative zu unserer demokratischen, weltoffenen Werteordnung, zu denen, von denen auch unsere Vereine leben. Das sollte uns die Geschichte doch gelehrt haben. Meine Damen und Herren, kommen wir nach diesem kurzen Abstecher in die Politik und den Problemen der Welt zurück in unsere Stadt. Grevenbroich ist eine lebendige, Grevenbroich ist eine liebenswerte Stadt. Die Gartenstadt Wevelhoven ist ein attraktiver Stadtteil und wir müssen die Chancen nutzen, um die Stadt weiter zu entwickeln. Wir verfügen dabei über eine ausgezeichnete Infrastruktur, über leistungsfähige Unternehmen und Unternehmer. Wir haben gut ausgebildete Facharbeitskräfte und wir haben natürlich unsere aktiven Vereine in der Stadt, auf die wir ganz stolz sind. Bürgerschaftliches Engagement wird bei uns ganz groß geschrieben. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Politik, von Unternehmerschaft und von allen relevanten Kräften, unsere Stadt Grevenbroich zukunftsfähig zu machen und die Lebensbedingungen der Menschen, die sich hier zu Hause fühlen, die hier ihre Heimat haben, möglichst zu verbessern. Vieles in der Stadt ist in Bewegung, auch in Wevelhoven. Auch das habe ich gelernt in meiner langjährigen politischen Tätigkeit. Veränderungen gefallen nicht allen. Aber Veränderungen müssen mitunter sein. Stillstand ist Rückschritt. Das wusste schon Konfuzius. Grevenbroich ist eine schöne und lebendige Stadt, in der sich die Menschen, die hier leben und arbeiten, wohlfühlen. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Und ich wünsche mir, dass die Bürgerinnen und Bürger in Grevenbroich, in Wevelhoven oder auch in Kapellen, auch in 10, in 50 oder 100 Jahren noch sagen, ich lebe gerne in Grevenbroich, in Wevelhoven oder Kapellen. Ich bin stolz darauf, Grevenbroicher zu sein. Dabei brauchen wir auch Hilfe und Unterstützung von den vielen ehrenamtlich aktiven Menschen, denen ich an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement in der Stadt danke. Wevelhoven hat viele engagierte Menschen, die sich für ihren Ort und für unsere Stadt einsetzen und die für Attraktivität sorgen. Neben dem Bürgerschützenverein Wevelhoven gibt es den eben schon erwähnten Ballspielverein Wevelhoven. Der feiert in diesem Jahr schon den 111., also einen rheinischen Geburtstag. Noch älter ist der Turnverein TV Germania von 1896. Es gibt einen sehr aktiven Ortsverein des Roten Kreuzes, Herr Panzler hat das eben schon gesehen, die haben auch schon ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Auch da ist also Konstanz zu sehen. Der Männergesangverein Cecilia, der existiert bereits seit 1847 und ist hinter der Marianischen Bruderschaft von 1509 wohl der älteste aktive Verein in der Gartenstadt. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl von Vereinen, Organisationen und Gemeinschaften im Ort, die Wevelhoven lebendig machen, die unsere Stadt lebendig machen. Aushängeschild für die Gartenstadt ist ohne Zweifel der Bürgerschützenverein Wevelhoven von 1924. Jeder Schützenverein, jede Bruderschaft und jede Kirmesgesellschaft in der Stadt, so stelle ich bei meinen Besuchen immer wieder fest, sein Schützen- und Heimatfest für das jeweils Schönste, für das Größte und für das Wichtigste überhaupt. Ganz besonders natürlich auch in Wevelhoven. Das ist auch gut so. Es ist gut so, weil sich die Bürger an diesen Festen zu ihrem Heimatort und zu unserer Stadt bekennen und sich so mit ihrem Lebensumfeld identifizieren. Zu keinem Zeitpunkt im Jahr, auch das stelle ich immer wieder fest, ist man mit seinen Freunden, mit seinen Verwandten, mit seinen Bekannten näher an seinem Heimatort wie beim Schützenfest. Und in Wevelhoven, so ist mein Eindruck, ist die Verbundenheit der Bürger mit ihrem Heimatort besonders ausgeprägt. Die Wevelhovener sind stolz darauf, Wevelkoffer zu sind. Das merkt man bei vielen Anlässen.
Aber zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr spürt man das so sehr eben wie beim Schützenfest. Der Bürgerschützenverein Wefinghofen hat auch mit vielen weiteren Veranstaltungen und Aktionen großen Anteil daran, dass das Zusammenleben im Ort, dass das Gemeinschaftsgefühl so gut funktioniert. Die können nicht nur Schützenfest, die können viel mehr. Der Bürgerschützenverein Wefinghofen ist so etwas wie der Kitt in der Gemeinschaft, die Klammer, die die Bürgerschaft im Ort zusammenhält. Es ist ein erfolgreicher Verein mit einer langen Geschichte und vor allen Dingen auch mit Zukunft. Es ist ein Verein, der in der großen Schützenfamilie in unserer Stadt, die Schützenpräsidenten hier aus der Stadt Köln-Bruch und andere werden das bestätigen können, dieser Verein hat ein großes Ansehen. Der BSV Wefinghofen von 1924 hat eine lange Geschichte. Aber er ist noch lange nicht Geschichte. Garant dafür ist auch ein aktiver Vorstand und Präsident Markus Oden da. Dafür herzliches Dankeschön. Liebe Wefinghofenerinnen und Wefinghofener, ich möchte Sie ausdrücklich dazu ermuntern, auch weiterhin alles dafür zu tun, dass diese aktive Gemeinschaft im Ort auch in Zukunft weiter intakt bleibt. Dass sie lebt und dass sie fortbesteht. Und dazu kann jeder und jede im Ort ein kleines Stück Anteil nehmen. Das Gefühl, irgendwo hinzugehören, dieses Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist ein wichtiges Stück Lebensqualität, das durch nichts zu ersetzen ist. Diese Feststellung verbinde ich auch mit der Hoffnung, dass Sie weiterhin BSV Wefinghofen und Ihrem Heimatort, Ihrer Gaststadt, die Treue halten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns trotz aller Schwierigkeiten, von denen ich berichtet habe, mit Zuversicht in das neue Jahr gehen. Wünschen wir uns eine friedvolle Welt mit besonnenen und weitblickenden Staatsmännern und Staatsfrauen. Wie hat schon Willy Brandt gesagt, Friede ist nicht alles, aber ohne Friede ist alles nichts. Die Zukunft beginnt morgen, aber wie sie aussieht, das entscheiden wir bereits heute. Wenn wir mit Engagement, mit harter Arbeit und einem Schuss Optimismus die anstehenden Aufgaben angehen, wird auch das Jahr 2024 für Grevenbroich und für Wefinghofen ein besonders gutes Jahr werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes, ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Unserer Heimatstadt und allen Menschen, die hier leben, sage ich ein herzliches Glück auf. Und zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam ein Hoch auch ausbringen. Der Bürgerschützenverein, die schöne Gartenstadt Wefinghofen, füge hinzu und alle Bürger, die sie hat, die es in eurem Heimatgebiet heißt, sie sollen leben zum ersten Mal hoch, zum zweiten hoch und zum dritten Mal hoch. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Wie auch dir, vielen Dank für deine tollen Worte und wie du schon sagtest, der schönste Verein ist nichts ohne seine Schützen. Wir haben ganz tolle Schützen, wir haben einen super Vorstand, ich bin sehr stolz auf die Jungs und natürlich auch auf die Mädels, die dazu beitragen, dass der Vorstand so sein darf und so sein kann, wie er ist. Und einer dieser ganz tollen Vereine, Schützenvereine, der wird uns heute Abend auch hier begleiten, die bedienen uns auch schon die ganze Zeit. Das sind die Grüne Junge, vielen Dank und der Björn Heinemann, schön, dass ihr uns heute Abend unterstützt. Und wie gesagt, ich werde nicht mehr viel sagen. Eins noch, wir haben viel vor, Heike sagt es auch schon, das Jahr wird sehr bewegt. Wir haben auch einiges vorbereitet, das könnt ihr jeden Tag entnehmen, Presse, Funk, Fernsehen oder unserer Internetseite. Wir haben sogar für dieses Wochenende unsere 100-jährige Bratwurst auf den Markt gebracht, die wir gleich kredenzen werden mit einer 100-jährigen Grillsoße von unserem Haus- und Hofkäterer Ernst Petri. Also der Startschuss ist gefallen, Buffet ist eröffnet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr alle hier erschienen seid
so zahlreich erschienen seid. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und kommt gut durchs Jahr. Alles Gute, bis bald.